Hi people, welcome back. Willkommen zu unserem Format ohne Namen. Unser Lieblingsformat. Ich habe mich jetzt entschieden, es gibt keinen Namen. Vielleicht irgendwann, aber nicht jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Es ist Mittwoch. Wir lieben Mittwoch, weil dann haben wir die Hälfte der Woche rum. Macht's euch gemütlich. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu essen, liked gerne das Video, abonniert gerne meinen Kanal, das hilft mir nämlich sehr weiter. Und heute geht es mal nicht um mich. Etwas ganz Neues. Spaß. Also, ich dachte mir, wir machen heute so eine kleine Was-würde-Lotta-tun-Folge. Ich werde ein bisschen meinen Senf dazu geben. Ihr habt mir Situationen oder Problemchen auf Instagram geschrieben und wir werden darauf ein bisschen eingehen. Ich möchte einmal vorab sagen, das ist nur meine Meinung. Nicht mein Weg ist immer der richtige Weg. Ich möchte auch nicht, dass irgendwer das dann tut, nur weil ich es sage, sondern am Ende soll man immer das tun, was einem selber am besten tut. Aber ich dachte mir, man könnte das einfach mal machen, weil da echt ganz interessante Themen dabei waren. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Seid mir nicht böse, wenn nicht alles dabei ist. Wenn ihr das cool findet, dann können wir das gerne nochmal machen. Es gab nämlich wirklich sehr viele Themen und sehr viele haben mir Sachen geschrieben. Aber ich habe mir mal so ein paar rausgesucht. Und ich würde sagen, der neue Dr. Sommer ist am Start. Spaß, wir reden hier nicht nur über sexuelle Themen. Es gibt auch andere Themen, okay. Aber von vorne bis hinten ist alles dabei. Sagen wir es so. Ein Typ, den ich mag, der kann so schlecht schreiben, ist aber echt voll nett. Red Flag. Also, ich finde, das ist schwierig, weil ich verstehe, dass wenn jemand eine schlechte Grammatik hat, dann nervt das. Ich bin auch eine Person, ich schreibe nicht immer mit guter Grammatik, auch wenn ich es eigentlich immer weiß. Mir passieren irgendwie immer nur eine schnelle Rechtschreibfehler. Jetzt rede ich schon wieder über mich. Also, ich würde sagen, es ist in dem Sinne eine Red Flag, wenn... Also nein, es ist keine Red Flag, weil du weißt nicht, ob er vielleicht einfach nicht so gut schreiben kann. Sowas gibt's. Ich glaube, es heißt Legastheniker? Legasthenie? Is it that word? Oh, bitte. Wenn es falsch ist, dann hatet mich nicht. Auf jeden Fall ist es ja, kann das auch naturell bedingt sein. Deswegen würde ich das nie so vorverurteilen. Ich finde, ja, also das sollte kein Ausschlusskriterium sein. Wenn die Person nett ist, dann finde ich, sollte man sowas nicht als Grund nennen, der Person keine Chance zu geben. Ähnlich wie wenn die Person, weiß ich nicht, die falsche Haarfarbe hat oder weiß ich nicht, ein Wort so oft benutzt oder so. Das sind alles so Gründe, wo ich mir denke, okay, wenn ihr euch wirklich gut versteht und wenn es wirklich passt, dann ist das kein Grund, Nein zu sagen. Aber wenn das so ein bisschen auf seinen EQ hindeutet, was es nicht immer tut, aber wenn man so merkt, okay, der irgendwie so ist nicht so die hellste Birne am Deckenhimmel, dann finde ich es manchmal schon schwierig, weil ich glaube, so wenn man, also ich könnte, glaube ich, nicht mit wem umgehen, der einfach nicht so gebildet ist. Ah, das klingt voll gemein, aber so, ich glaube, ich würde dann so ein bisschen zu sehr den Besserwisser raushängen lassen und dann ist es vielleicht auch wieder so ein bisschen unangenehm und dann fühlt sich die andere Person auch wieder schlecht. Deswegen ja, ist keine Red Flag, aber es muss schon an anderen Stellen dann passen, damit das okay ist. Würde ich sagen. Weiter geht's. Okay, das finde ich sehr interessant. Und das habe ich auch extra mit reingenommen, weil ich diesem Thema mehr Raum geben möchte. Meine beste Freundin entwickelt, glaube ich, eine Essstörung. Sie will es absolut nicht einsehen, dass sie Hilfe braucht. Und ich kann aber nicht einfach nur zugucken und nichts tun. Ich habe selbst eine Essstörung und verstehe sie total. Ich wollte damals auch mit niemandem reden, aber ich werde verrückt, dass ich weiß, dass ich ihr nicht helfen kann. Was soll ich tun? Hast du eine Idee? Also erstmal danke, dass du dich so mir geöffnet hast und dass du mir das anvertraust. Ich wünsche dir erstmal alles Gute auf deinem Weg. Ich weiß, dass du das schaffst und ich weiß, dass das schwer sein kann, aber dass noch ganz viel Gutes kommen wird. Mir fallen dazu mehrere Punkte ein. Zum einen weiß ich, dass das nicht immer so einfach ist, wenn man jemanden im
engeren Umkreis hat, der mit den gleichen Dingen struggelt, wie man selbst struggelt, weil das oft einen ja auch negativ beeinflussen kann. Ich hatte das zum Beispiel, also ich hatte, ja, wie ihr wisst, mir ist auch nicht immer alles super leicht gefallen. Und ich konnte damit zum Beispiel ganz schlecht umgehen, wenn andere Leute dann mir erzählt haben, oh, ich habe heute noch nichts gegessen oder oh, ich habe heute erst einen Apfel gegessen oder so. Und das kann einen sehr runterziehen. Man kann sich aber gegenseitig auch sehr bekräftigen. Ich weiß, dass es schwer sein kann, ja, die richtigen Worte oder Taten zu finden, wenn jemand mit sowas struggelt, weil oftmals ist die, ja, Sicht der betroffenen Person eine ganz andere als die Sicht von außen. Gar nicht, weil die Person irgendwie doof ist oder nicht damit umgehen kann, sondern weil es einfach eine Krankheit ist und es ist eine sehr schlimme Krankheit und eine sehr ernstzunehmende Krankheit und man da nicht mehr so richtig von sich aus redet, sondern eher die Essstörung dann aus einem spricht und sagt, nein, ich brauche keine Hilfe und ich bin nicht krank. Ich glaube, was als außenstehende Person einfach ganz wichtig ist, dass man dafür Verständnis hat, dass man das nicht runterredet, dass man das aber auch nicht zu sehr ja, thematisiert und auch in den richtigen Räumen thematisiert und dass man, glaube ich, vermittelt, hey, ich bin da und ich sehe, dass es dir nicht gut geht und ich bin jederzeit da, wenn du Hilfe brauchst und aber ich zwinge dich zu nichts, ich dränge dich nicht und ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wenn man wirklich sieht, es geht bergab, dann muss man was tun, dann muss man vielleicht auch zu Eltern gehen oder anderes, aber ich glaube, das ist immer ganz schwierig, in der Situation das Richtige zu tun, weil die Person, der man eigentlich dann in dem Moment hilft, vielleicht diese Hilfe gar nicht als das anerkennen kann. Deswegen, ich glaube, solange es wirklich nicht in eine ganz schlimme Richtung geht, einfach zeigen, dass man da ist, dass man das wahrnimmt und dass man ja, Hilfe anbietet, aber auch nicht drängt oder irgendwie das Vertrauen missbraucht, weil ich glaube, dann ja, macht das Ganze nur noch schlimmer, aber ja. Ich glaube, es ist eine sehr schwierige Situation und ich frage mich immer, was hätte ich mir gewünscht in dem Moment? Und ich könnte es selber gar nicht sagen. Deswegen, ich glaube einfach, dass man da ist und dass man ja, zeigt, dass man die Person sieht mit all den Fehlern und nicht nur vielleicht die Fassade, die die Person aufzieht, wenn das verständlich ist. Okay, weiter geht's. Alle meine Freundinnen reden darüber, dass sie Toys haben. Ich habe mir sowas aber noch nie gekauft und weiß auch gar nicht, ob ich mir das kaufen soll. Aber ich habe das Gefühl, dass alle anderen sowas haben und dass ich das auch haben sollte. Was sagst du? Also, falls ihr wisst, um was es geht um Dinge, mit denen man sich selber eine Freude machen kann, wenn man es mal so ausdrücken will. Also Leute, kommen wir nun zu den spicy Themen des Tages. Ich hatte sowas auch sehr lange nicht. Und in der 11. oder 10. in der 11. Klasse gab es dann auch so ein Gespräch, wo dann aufkam, hey, ich bin die Einzige, die sowas nicht hat. Why? Und ja, am nächsten Tag bin ich zur Botanie gegangen und da hat die schönste Phase meines Lebens angefangen. Spaß, Leute. Nee, also ich finde, man muss so welche ja, Dinge auf jeden Fall nicht haben. Das ist kein Muss. Das ist nicht komisch, wenn man das nicht hat. Ich weiß, dass Selbstbefriedigung ein sehr schambesetztes Thema ist und ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Sollte es aber nicht sein, weil Typen reden auch frei und wild darüber, wie sie wollen. Ich glaube, dass das sehr augenöffnend sein kann, denn wenn man schon einige Erfahrungen gemacht hat, dann wird man merken, dass oftmals der Typ mit mehr Pleasure daraus geht als das Girl. Und wenn man die richtigen Hilfsmittel hat, dann merkt man, was der Körper alles kann. Und dass das sehr schön sein kann. Deswegen, das ist absolut kein Muss, aber ich glaube, es ist sehr cool und sehr spannend, damit mehr über seinen eigenen Körper zu lernen und mehr darüber zu lernen, was der Körper alles kann und was der Körper alles
fühlen und erleben kann. Deswegen, es ist nicht schlimm, wenn man sowas nicht hat, aber ich sag's euch so, es kann sehr cool sein. Jetzt bin ich wieder so ein 13-jähriges Kind, was alles eklig findet. SEX! Okay, machen wir weiter. So viel dazu. Hi Lotta, vorab wollte ich sagen, dass ich deine Videos liebe und du ein krasser Safe Place geworden bist. Ich habe gerade deine Story wegen dem Mittwochsvideo gesehen und würde dir gerne meine Situation erzählen. Ich habe das Gefühl, meine beste Freundin versucht mir jeden Typen, auf den ich irgendwann oder wie mal gestanden bin, ranzumachen. Sprich, ich erzähle ihr, dass ich auf den Typen und den Typen stehe, auf den und den Typen stehe und sie macht sich an ihn ran. Wir sind aber außer der Typensache in einer gesunden Freundschaft, in Klammern denke ich. Ich hoffe, du verstehst das einigermaßen, was ich meine. Was würde Lotta tun? Also, ich finde das sehr schwierig, weil ich glaube, das zeigt, dass deine Freundin vielleicht eine gewisse Competition aus eurer Freundschaft macht oder aus dem, was ihr habt oder was ihr könnt. Ich habe das auch mit Leuten, wenn ich was erzähle, dass dann gleich die dreifache Menge zurückkommt. Immer dieses, man muss besser sein, man muss toller sein, man muss mehr schaffen, blablabla. Ich glaube, ich würde das einfach mal ansprechen und sagen, hey, wenn ich dir anvertraue, ich finde den und den Typen gut, dann vertraue ich dir das an, weil ich was von dem Typen will. Oder ja, so ein bisschen. Ich würde das nicht immer gleich als, oh, sie ist kein Girls Girl beschreiben, weil, ja, doch, vielleicht ist es kein Girls Girl. Ich mag das eigentlich nicht, dieses Girls Girl-Gedenke. Aber ich glaube, das ist schon sowas, das ja, kann auch sehr schnell zu Streit führen. Und vor allem, weil du, also die Person, die das der Freundin erzählt und ja, ihr das auch anvertraust, dass du dann immer sehr viel zurücksteckst und sagst, ah, ist okay, dass sie das macht, ah, ist okay, dass sie sich an den Typen ranmacht. Und ich glaube, dass dann so ein gewisses Aufstauen von Emotionen und Situationen ergibt, dass es irgendwann platzt und dann platzt das so weit, dass man gar nicht mehr irgendwie darüber reden kann, weil so viel Ärger und so viel, ja, so viele Situationen im Kopf sind. Also ich würde das, glaube ich, einfach mal wirklich ansprechen und sagen, hey, wenn ich einen Typen gut finde, dann finde ich einen Typen gut. Und dann will ich nicht, dass du den auch gut findest, weil ich möchte nicht, dass ein Typ zwischen unserer Freundschaft steht. Ich würde das immer so betiteln, so, hey, lass uns bitte ausmachen, kein Typ darf zwischen unsere Freundschaft kommen und wir machen uns nicht an die Leichen ran, weil das gibt nur Streit. Weil, ja, das ist es nicht wert. Aber ey, ich hatte auch schon Freunde und, oh, das klingt jetzt doof, aber ich verstehe das, dass man so sagt, so, ja, okay, ist nicht schlimm. Weil zum Beispiel, ich hatte auch mal was mit einem in der 9. Klasse, 10. Klasse, Leute, ich war früh dran, okay. Und dann hatten wir was und dann hatten wir nichts mehr und dann gab es einen Abend, wo ich sehr, 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 sehr viel getrunken habe und früher nach Hause musste, weil ich abgeholt werden musste, weil ich ziemlich Knockout war. Und am nächsten Tag hat meine beste Freundin mir erzählt, yo, ich hatte was mit ihm gestern. Und ich fand es nicht schlimm in dem Moment, weil ich nichts mehr von ihm wollte. Und ich war nie sauer, weil who cares? Wenn sie Spaß hatte, dann hatte sie Spaß. Aber ich glaube, das wäre was ganz anderes gewesen, wenn ich noch was von der Person gewollt hätte. Deswegen, ich fühle das, dass man dann sagt, ja, ist okay. Aber ich glaube, an gewissen Punkten muss man auch sagen, okay, hier ist die Grenze und da geht es nicht weiter. Und wenn man noch aktiv was von dem will und wenn die Person auch nicht vorher gefragt hat und anscheinend ist es so, dass sie einfach sich an jeden Typen ranmacht, den du mal gut fandest und vielleicht findest du den einen oder anderen davon auch noch gut, dann finde ich es problematisch. Aber ich finde, Leute, man kann über alles reden, man kann alles kommunizieren und Kommunikation ist der erste Schritt. Nicht gleich Streit oder abbrechen, Kontakt abbrechen, sondern Kommunikation. Und wenn es nicht besser wird, dann muss man ja gucken, wie man weitermacht. Immer noch nicht über meinen Ex-Freund hinweg, obwohl es 2 Jahre her ist. Girl, I'm still... Leute, also, ich bin der Meinung, okay, es gibt Typen in meiner Karriere, über die will ich hinweg. Und die will ich nicht mehr, die finde ich nicht mehr gut und das ist okay. Es gibt aber auch Typen,
über die werde ich nie hinwegkommen. Und ich glaube, das ist was, was beängstigend sein kann, was aber auch schön ist, weil das vielleicht zeigt, dass die Person wirklich, dass es wirklich wahre Liebe war. Also es gibt bestimmte Typen in meinem Leben, mit denen würde ich jetzt vielleicht nicht zusammenkommen, aber die werden immer einen Platz in meinem Herzen behalten. Also ich glaube, das ist gar nicht schlimm, über jemanden nicht hinwegzukommen, dass man sagt, ich finde dich scheiße. Natürlich muss man jetzt überlegen, okay, weine ich noch jeden Tag wegen dem? Geht es mir schlecht wegen dem? Beeinflusst mich das? Dann kann man schon überlegen. Aber ich habe mal gehört, man braucht doppelt so lange, um über jemanden hinwegzukommen, wie dass man mit der Person was hatte. Und da es Typen gibt, mit denen ich über einen Zeitraum von 3 Jahren was hatte, werde ich, glaube ich, in 6 Jahren vielleicht darüber hinweg sein. Maybe, who knows? Oder vielleicht auch nie. Nee, aber ich glaube, es ist hinwegkommen und immer noch die Person einfach mögen und einen Platz für die haben, ist, glaube ich, sind zwei verschiedene Sachen. Und es ist nicht schlimm, über jemanden nicht hinwegzukommen. Solange es dich nicht beeinflusst, ist es einfach nur vielleicht auch ein Zeichen davon, dass es wirklich Liebe war. Aber wenn es dich jeden Tag schmerzt, dann lenk dich ab. You go, girl. Get a next one. Spaß, nicht so. Aber manchmal, das ist genau das gleiche wie mit Situationships. Wenn ich in einer Situationship bin und da raus will, dann. Und also, und es länger ging, dann gibt es keinen anderen Weg, als jemand Neues zu suchen. Ich hatte auch ganz lange eine Situationship. Ich finde es so geil, dass es das Wort gibt, weil jetzt muss man nicht mehr Freundschaft plus sagen. Das ist so ein Scheißwort. Ich hatte auch ganz lange eine Situationship und der einzige Weg, dass ich mal so endgültig da rausgekommen bin, also nicht endgültig, aber so mal für 2 Monate rausgekommen bin, war, dass ich eine neue Situationship hatte. Und vielleicht ist es das auch einfach manchmal wert. Also, was, sich was Neues zu suchen, um das Alte einfach mal rauszuschließen. Und auch wenn man über eine Beziehung vielleicht nicht mit einer Situationship hinwegkommen kann, es gibt vielleicht so was Neues, was die Endorphine auslösen kann und man ist nicht mehr so gefangen in dieser alten. Ja, in diesen alten Gedanken und diesem alten Schmerz. Aber es ist auch nicht schlimm, über wenig hinwegzukommen. We're all the same. 6 Jahre noch, Leute. Dann bin ich raus. Dann bin ich endlich frei. Spaß, Leute. Ich bin nicht verliebt, okay? Ich könnte niemals verliebt sein. Ich war nie verliebt. Ich möchte unbedingt anfangen mit Instagram. Aber ich weiß nicht wie. Was würde Lotta tun? Also, ich würde sagen, fang niemals mit Instagram an, weil du mit Instagram anfangen willst, weil du damit Geld verdienen kannst oder weil du Reichweite gewinnst oder weil du cool wirst, was man meistens gar nicht wird. Fang mit Instagram aus einer Leidenschaft an. Ich glaube, es ist immer das Wichtigste, Leidenschaft und wirklich Passion, das ist das gleiche Wort, dahinter zu haben, weil nur daraus kann was entstehen. Die Leute merken, wenn du nur Geld damit verdienen willst. Ich habe auch relativ simpel damit angefangen, Bilder zu posten, immer mehr. Und man lernt super viel. Man lernt ganz viel über Instagram. Und man lernt auch, ja, einfach super viel über, wie was funktioniert und was auch überhaupt funktioniert. Ich glaube, es gibt keine Formel, um mit Instagram anzufangen und damit auch Reichweite zu generieren. Es ist ganz viel Glück. Es ist Arbeit, es ist ja auch einfach das Thema, was man anspricht. Je nach Thema interessiert das Leute mehr oder weniger. Aber ich glaube, für jedes Thema, wenn du dafür brennst, gibt es eine Zielgruppe. Ich glaube, man darf es nicht unterschätzen. Ich sage das immer wieder. Instagram oder Social Media ist vielleicht zeitlich gesehen nicht der zeitaufwendigste Job, obwohl ich auch Tage habe, an denen ich eine Bildschirmzeit von 14 Stunden habe und ich mache nichts privater. Also ich gucke kein YouTube oder weiß ich nicht. Spotify ist meine einzige App, die ich wirklich privat nutze. Ich gucke auch keine TikToks oder so einfach so. Und das ist trotzdem nicht der Zeitaspekt an Social Media, der manchmal einen auseinandernimmt, sondern es ist dieser mentale Aspekt. Es ist hardcore viel
Druck. Und ich sage nicht, dass es in anderen Berufen nicht viel schlimmer ist, aber es ist, gerade wenn man damit selbstständig ist, hardcore viel Druck von dem, es muss funktionieren, es muss jeden Tag wieder funktionieren, die Leute müssen dran gehalten werden. Wie performt das Video? Wie performt das Video? Ich muss das fertig machen. Ich muss relevant bleiben. Ich muss meine Steuern zahlen. Oh mein Gott, was kommt da? Das sind alles so Sachen, damit muss man sich tagtäglich beschäftigen und man hat halt nicht so richtig so, dass man sagt, okay, 18 Uhr ist Arbeitsschluss und dann gehe ich nach Hause und mache Feierabend, sondern es läuft halt immer weiter. Wenn ich was fertig nicht habe, dann arbeite ich auch noch bis 12 oder 1 oder 2. Und das sind, glaube ich, schon so Sachen, die man sich bewusst werden muss und die kann man vielleicht erst gar, also die kann man vielleicht gar nicht verstehen, wenn man es nicht aktiv macht. Trotzdem ist es aber ein ganz großes Privileg, das machen zu dürfen. Deswegen, wenn du eine Passion hast und wenn du da Lust drauf hast, dann würde ich dir raten, das zu machen, weil man kann ganz viele tolle Leute treffen, man kann ganz viele tolle Möglichkeiten bekommen und es ist auch, ja, ganz viel Positives an Social Media dran, auch wenn es viele negative Seiten gibt. Aber es darf niemals der Geldaspekt vorne stehen und es muss immer die Passion und die Leidenschaft, ist wieder das gleiche Wort, vorne stehen. Ja. Wollen wir, dass wir, soll ich mal einen Guide machen, so ein How to get famous on Instagram Guide. Kommt jetzt in meine Gruppe, zahlt 100.000 Millionen Euro und bekommt das beste Coaching eurer Welt. Ihr wollt erfolgreich dumme TikToks drehen? Kommt in mein Coaching und lernt ganz viel darüber kennen. Wow. Okay, next Problem. Hey, also ich glaube, das wird hier länger, deswegen über DM. Ich bin seit einem Monat und ein paar Wochen mit einem Jungen aus meiner Klasse zusammen und anfangs war ich auch mega aufgeregt und fand das voll spannend. Aber das Ganze ist halt auf der Klassenfahrt passiert und da hatte er, nachdem wir uns geküsst haben, gefragt, ob wir zusammen sein sollen. Ich habe in dem Moment direkt ja gesagt und fand das voll toll. Aber jetzt, so nach einer Zeit, habe ich gemerkt, dass ich das eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig wollte und nur meine rosarote Brille auf hatte. Ich mag ihn trotzdem immer noch gerne, aber ich bin mir unsicher und würde es eigentlich lieber beenden. Das Einzige, was mich davon abhalten würde, ist vermutlich, dass er mir leid tun würde und ich Angst davor habe, was die anderen aus meiner Stufe, Klasse denken würden und sich lustig darüber machen würden, dass es ja nur einen Monat gehalten hat. Ich brauche Rat. Danke. Also, beende es. Soll ich dir sagen, wieso? Weil gerade in den jungen Jahren eine Beziehung was Schönes sein soll. Das soll was sein, wo man wirklich verliebt ist und wo man wirklich Lust drauf hat. Und es ist okay, sowas nicht zu wollen. Und es ist, ich glaube, auch ein wichtiger Schritt zu wissen, okay, ich mag eine Person und die Person ist nett und wir verstehen uns gut, aber ich bin vielleicht nicht ganz so doll verliebt in die Person, dass ich mit ihr zusammen sein will. Oder mir macht es Angst. Soll ich euch mal was erzählen, Leute? Ich habe euch angelogen. Ich hatte schon mehr als eine Beziehung. In der 6. Klasse habe ich mit einem Jungen geschrieben. Wir nennen jetzt mal Olle. Olle und ich, also ich fand Olle ganz toll. Olle war eine Stufe über mir und ich habe Olle beim Schulmusizierabend kennengelernt. Und ich war wirklich verliebt in Olle. Aber jeder war verliebt in Olle. Und Olle war auch ganz schön frech. Und dann haben Olle und ich in den Sommerferien angefangen zu schreiben. Und Olle hat mich dann über WhatsApp gefragt, ob ich mit ihm zusammen sein möchte. Und ich habe gesagt, ja. Heißt, Olle und ich waren in der 6. Klasse über WhatsApp zusammen. 2 Stunden später, das war ein Tag, wo ich bei meinem Papa im NDR war und da Praktikum gemacht habe. So war Spaß. Und 2 Stunden später habe ich gemerkt, ich möchte nicht mit Olle zusammen sein. Und habe mit Olle wieder Schluss gemacht. Nach 2 Stunden über WhatsApp. Und nach den Sommerferien hat sich dann rausgestellt, dass Olle mich die ganze Zeit nur verarscht hat und dass er nie mit mir zusammen sein wollte. Und dass es einfach alles nur ein Witz war. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt und ich war trotzdem noch in Olle verliebt. Und ich habe Olle sogar mal geküsst. 5 Jahre später. Nee, nicht 5 Jahre später, 4 Jahre später. Aber das passiert, Leute. Man trifft Entscheidungen, wenn man jung ist, die man vielleicht nicht treffen möchte. Die vielleicht auch einfach gar nicht das sind, was man in dem Moment, ja, denkt, was richtig ist. Weil nicht alles, was schön sein könnte, ist auch schön. Und nicht alles, was, ja, man als Liebe betitelt in dem Alter,
ich behaupte nicht, dass die Person in der 6. Klasse ist, ne? Das war nicht meine, ich war in der 6. Klasse. Aber ich glaube, ich habe auch noch nicht verstanden, was Liebe so richtig ist. Und ich wüsste auch nicht, ob ich mir, also auch wenn ich Personen mag und auch wenn ich Typen mag, ist nicht jeder Typ gleich ein Typ, mit dem ich zusammenkommen würde. Und ich glaube, das ist eine super tolle, also nicht eine tolle, aber es ist eine Erfahrung, die man machen muss. Und es ist nicht schlimm. Lass die Leute reden. Das ist ein Thema, das haben die dann 2 Wochen oder nee, wahrscheinlich nicht mal 2 Wochen. Schule ist so, du kannst das Thema der Schule sein und am nächsten Tag ist es wieder vergessen. Deswegen lass sie einen Tag reden und mach weiter. Der Typ, das ist traurig für ihn, aber ich finde, man kann das auch so sagen, hey, ich habe mit dir Schluss gemacht, weil das ist unfair, wenn ich mit dir zusammen sein würde, weil ich es jetzt gerade gar nicht könnte oder weil ich dir gar nicht das geben könnte, was du haben wollen würdest. Und da muss man da durch. Nicht alles ist immer schön, nicht alle Situationen sind immer angenehm, aber am Ende, wenn man für sich selber einsteht, dann hat man das Richtige getan. Periods. Wieso sage ich eigentlich in letzter Zeit so oft Periods? Das ist irgendwie ein komisches Wort. Okay, letzte Was-würde-Lotta-tun-Frage. Schreibe mit einem Typen seit ein paar Wochen und jetzt sehe ich, dass er eine Freundin hat. Soll ich es ihr sagen oder nicht? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Also, boah, schwierig. Ich hatte dann euch auch so eine Situation, wo ich so mit wem geschrieben habe und dann sehe ich auf einmal so ein paar Tage später, er hat eine Freundin. Und ich dachte mir so, what the fuck? Letzte Woche wolltest du dich noch mit mir treffen. Diese Woche hast du eine Freundin. Hä? Und ich glaube, ich würde es davon abhängig machen, wie weit geht es. Also wenn er dich wirklich so low-key angemacht hat oder so Anspielungen gemacht hat, dann würde ich mir überlegen, na, also ich finde es eigentlich immer fair, dass man dem Mädchen das sagt. Gleichzeitig muss man sich auch überlegen, ist das mein Kuchen, den ich essen darf? Also so ein bisschen, was ich meine. Weil am Ende, vielleicht haben die das kommuniziert, vielleicht hatten die ganz lange Pause und haben sich vor 2 Tagen wieder getroffen. Man weiß es nicht. Ich würde es davon abhängig machen, was mein Bauchgefühl sagt und was, also wie weit es ging, wie weit er dir geschrieben hat, weil manchmal schreiben Typen auch einfach nur Spaß und meinen gar nichts dabei, aber eigentlich ein bisschen weird. Ich fand's auch weird. Ich find's einfach weird. Ich finde, wenn man, also nee, low-key nicht. Vielleicht auch immer sagen so, yo, weiß deine Freundin davon? Und gucken, wie er reagiert, weil ich finde es eigentlich nicht okay. Wenn jemand eine Freundin hat, dann hat man eine Freundin. Oder wenn man gerade auf dem Weg ist zu einer Freundin, dann hat man eine Freundin. Also ich bin der Meinung, wenn man in einer Datingphase ist, dann ist man nicht vergeben und man kann gerne auch nur mit einem anderen Typen reden, aber ab so einem gewissen Punkt, also man muss den Punkt abfangen, wo es dann ist so, nee, okay, jetzt ist hier nicht mehr weiter mit anderen Leuten, jetzt konzentrieren wir uns auf uns. Weil sonst wird es weird. Und wer mehrere Beziehungen gleichzeitig haben möchte oder das gut findet, das ist vollkommen fein, aber eben, wenn das so nicht abgemacht ist, dann sollte das auch nicht irgendwie stattfinden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und auch wenn die Person vielleicht da noch nicht mit der Person zusammen war, trotzdem, wenn man auf dem Weg ist, dann ist es wie zusammen. So von dem, was man darf, wenn man es so ausdrücken möchte. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Schreibt mir gerne eure Meinungen zu den Sachen in die Kommentare. Ich weiß nicht, war es weird? Ich habe ganz schön viel wieder von mir erzählt. Irgendwie komme ich wieder auf mich zurück. Aber Leute, ich bin kein Informationskanal, ich habe keinen Bildungsauftrag. Ich rede einfach von mir und deswegen dreht sich viel um mich. Oh, das klingt immer so selbstzentriert. Aber wir haben eure Themen versucht zu besprechen und ich finde, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht und ein bisschen gepaart mit meinen Erfahrungen. Das ist vielleicht auch ganz cool. Ihr könnt mir wirklich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr bei der einen oder anderen Sache machen würdet oder auch nicht machen würdet. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr habt noch eine wunderschöne Woche. I'm saying goodbye aus meinem PJ. Ne, das ist gar kein PJ. Es ist 1 Uhr mittags, aber ich bin heute mal wieder gemütlich unterwegs, weil ich das Haus noch nicht verlassen habe. Und ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Habt ihr noch was zu sagen? Nein? Okay, dann tschüss.